Lieber Astro-Rebell, liebe Astro-Rebellin, herzlich willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie. Mein Name ist Emmanuel und ich bin dein astrologischer Lebensberater. Bevor ich mit der Prognose starte, möchte ich dich darauf hinweisen, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, wirst du auf jeden Fall zukünftige Beiträge verpassen. Dementsprechend empfehle ich dir jetzt, unseren Kanal zu abonnieren, sodass du keine Videos in der Zukunft verpassen kannst. Und nun die Prognose. Lieber Schütze, herzlich willkommen. Zwischen dem 1. und dem 3. März hast du Sonne in den Fischen Sextil Jupiter im Stier. Du wirst dich von einem tiefen Verlangen nach Sicherheit und emotionaler Verbundenheit am Monatsanfang geleitet fühlen, was zu einer verbesserten Atmosphäre im häuslichen Umfeld und zu harmonisierenden Beziehungen mit deiner Familie führen könnte. Im März wirst du dich mehr um wichtige Dinge kümmern, die hängen geblieben sind oder noch nicht erledigt sind. Am 4. und bis 9. des Monats hast du Venus und Mars im Wassermann-Quadrat Uranus. Mit dieser Konstellation könntest du plötzliche Veränderungen und Spannungen in deinem kommunikativen und sozialen Umfeld erleben, die deine Beziehungen und alltäglichen Interaktionen beeinflussen könnten. Am 10. hast du einen Neumond in den Fischen. Dieser Neumond, mein lieber Schütze, lädt dich ein, alte emotionale Muster loszulassen, um Platz für eine tiefere spirituelle Verbindung zu schaffen, die dein Zuhause und deine familiären Beziehungen stärkt. Eine Veränderung, die deine Wohnsituation oder Familie betrifft, ist in dieser Zeit unvermeidlich. Auch am 10. des Monats hast du Merkur im Widder eingetreten. Bis 15. Mai wirst du dich von einem starken Verlangen nach Effizienz und Produktivität geleitet fühlen, was es dir ermöglicht, deine Ziele zu verfolgen und deine Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Themen wie Bildung, Mitarbeiter, Ernährung oder Gesundheit können deine Aufmerksamkeit wecken. Ein Jobwechsel kann bei vielen Schützen erforderlich sein. Am 11. des Monats hast du Venus in den Fischen eingetreten. Bis 5. April wirst du eine Zeit tiefer emotionaler Verbundenheit und inneren Wohlbefindens erleben, die sich positiv auf dein Zuhause und deine familiären Beziehungen auswirkt. Am 12. und bis 17. des Monats, da hast du eine Konjunktion zwischen Sonne und Neptun. Du wirst an diesen Tagen eine Phase verstärkter spiritueller Erkenntnis und intuitiven Verständnisses durchlaufen, insbesondere in Bezug auf deine familiären Wurzeln und deine emotionale Sicherheit. Mehr Sachlichkeit und Durchsetzungskraft in den Bereichen Familie und Partnerschaft sind erforderlich. Am 18. und bis 22. März hast du eine Konjunktion zwischen Saturn und der Venus. Du könntest die Möglichkeit haben, langfristige Stabilität und Sicherheit in deine Beziehungen zu bringen, indem du deine Verpflichtungen ernst nimmst und auf solide Grundlagen baust. Eine Frau kann dir viele Sorgen bereiten oder sie macht sich viele Sorgen um etwas. Am 23. hast du Mars in den Fischen eingetreten. Bis 30. April solltest du die Zeit nutzen, um deine inneren Konflikte zu lösen und eine liebevolle Atmosphäre zu schaffen, die dein Zuhause zu einem Ort des Friedens und der Geborgenheit macht. Danach am 25. hast du einen Vollmond und zugleich auch eine Mondfinsternis in der Waage. Mit diesem Vollmond läufst du eine Phase der Reflexion und des Loslassens in Bezug auf deine sozialen Beziehungen und persönlichen Ziele durch.
Dieser Vollmond lädt dich ein, alte Beziehungen und Ziele loszulassen, die nicht mehr zu deinem persönlichen Wachstum beitragen. Und dann am 26. bis 31. März, da hast du Venus in den Fischen, Sextil Jupiter und Uranus. Am Monatsende solltest du bereit sein, neue Chancen zu nutzen und dich für unerwartete Entwicklungen zu öffnen, die dein Zuhause und deine beruflichen Interessen bereichern könnten. Erinnere dich bitte, dass diese ganz allgemeine Aussagen sind. Dennoch, wenn du persönliche und individuelle Aussagen hören möchtest im Hinblick auf deine Zukunft, dann kannst du diese in Form einer astrologischen Beratung von mir hören. Eine Beratungsstunde kannst du gerne auf meiner Homepage buchen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Glück im März 2024.